Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir sind hier in der Heimkehr mit den zwei Edelsteinen. Wir haben jetzt alle Reichsedelsteine. Wir schauen mal, hier ist der grüne und der andere ist... Wo ist der andere? Map schauen. Hä, ist das blaue? Ja, sie sind ein bisschen verzögert deshalb. Also dann gehen wir mal zurück. Ja toll. Passiert ja nichts. Die sind immer noch an der gleichen Stelle. Ach, Mücke. Nein, so ein Falter oder so etwas. Mit auf dem Bildschirm, das geht mal gar nicht. Geh jetzt weg. Hau ab. Ich weiß, dass du Licht magst. Aber nicht an meinem Bildschirm. Muss ich wirklich noch das Licht oben anmachen? Weg damit. der nervt. Schlimmes Teil. Oh. So, also hier ist der grüne und der blaue ist auch neben dran. Okay, super. Also der Taria dann und der Ryogeroth. Beide mir nicht so bekannt. Nichts mit auf dem Golem, du blöde kleine Motte. Nein, Motte ist es nicht, Nachtfalter. Motte wäre nicht gut hier zu haben. Oh, das nervt. Das Teil nervt so extrem. Weg damit. Der Angriff der Killermotten. Haha. Als nächstes spucke ich sie noch an. Entine ist online. Super. Was ist denn das für ein Angriff? Ist das ein Feuerwerk? Gib mal Speedbuff. Niemand hat Speedbuff. Nehmt die Kiste, ich befehle es euch. Yay. Schön. Keine Gegenwehr. Das geht so gut. Niemand hat Bock, gerade zu verteidigen von den Söten. Deep Drop. Dann gibt es heute wieder ein Portal. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Sonst, ich schaue, dass ich am Morgen dann um 9 Uhr, glaube ich, dann wieder anfange. Dass ich dann online bin und dann halt nochmals aufnehme. Aber ich denke, es geht noch bis ungefähr um 1 Uhr oder 12 Uhr. Und wo sind die Eisen? Die Eisen sind auch nirgends. Die haben nicht mal ihr Trelleborg-Fort eingenommen. Tipptopp. Da ist ein Bogey. Ein kleiner Jäger. Oh, diese armen Jäger sind schlimm. Sie haben kein Leben. Sie sind immer einzeln. Sie müssen sich immer einzeln verstecken. Werden 3W1, okay. 3W1, 3W2. Ja, was jetzt? Der Vayu, der hat irgendwelche Zählprobleme. Wenn die Söten jetzt ein bisschen überlegen wären, dann würde ich gerne ein bisschen Kameramann spielen, einfach unsichtbar. Aber, ja, ich habe ja keinen Bock auf Jäger. Ich würde dann die natürlich nicht angreifen oder so. Ich hoffe es jedenfalls, dass ich nicht... Ja, dass ich einfach nicht so in die Versuchung komme oder so. Weil ich ja auch nicht unfair sein will. Auch weil ich auch sehr viele Söten-Zuschauer habe. Und ja, ich weiß nicht, ob Söten, Söten ausspähen, meinte ich, aber ob Jäger genug spannend sind, weil Baba ist schon viel geiler mit dem
easy töten. Und ich kann locker mal ein bisschen defensiv sein und immer noch viel Damage kloppen. Das ist nett beim Barbar. Aber solange er halt nicht Level 60 ist, kann man das auch nicht so beurteilen. Aber ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Klasse ihr am besten findet. Auf Level 60 oder auf Level 50. Oder auf Level 40 oder so. Und ja, vielleicht kann ich mich ja ein bisschen Ding, was ich als nächstes mache. Weil immer Barbar zeigen, finde ich ein bisschen langweilig. Sehr schlau Speed machen. Speed zu machen, wenn ich gemacht habe. Genau. Doppelbuff geht nicht. Bisschen schade. Hey Tocho, nicht so schnell. Du bist ja auch kacke. Nicht so nett von Fayo, so ein bisschen depressiv, ein bisschen motzig zu machen. Aber ich denke, er macht es eigentlich nicht mehr extra. Das ist das Gute, bei Spielen kann man eigentlich solche Beleidigungen so nie ernst nehmen. Das ist das Gute daran. Und es trifft uns ja eigentlich auch nicht persönlich, wenn man jetzt mal beleidigt wird oder so. Wow, jetzt kommen plötzlich alle online. Der Alan Walker. Schon ein bisschen müde. Aber geht eigentlich. Du bist ein Glut. Schön. Anführer des Rudels. Okay. XD. Der Quake ist auch hier. Okay. Plötzlich sind alle hier. Toll. Hat sich also herumgesprochen. Scheinbar haben sie irgendwelche im Forum eher weniger, aber so in Teamspeak 3 oder so. Guten Kontakt. Möchte ich auch haben, aber ich bin auch so schwach. Mich nehmen sie nie ernst. Nein. Ich bin gerne noch ein bisschen alleine. Der Stress fängt dann mit Level 60 an. Und ja, eigentlich könnte ich ja die Dungeons oder so mitmachen. Aber das geht immer so lang, bis alle bereit sind. Und ich habe nicht so viel Zeit, oder? Das ist das Problem. Wenn es ein bisschen schneller gehen würde, also wenn wir einen Clan hatten, dann könnte ich das natürlich auch immer mitmachen. Und dann sozusagen den Kleinen helfen. Ja. Ja, Magna-Stöcke 100k, schon wieder einer, der immer handelt. Es ist gut. Chicono. Spaßbommel. Bommel die Bommel. So, jetzt. Schade, bald bin ich wieder Feind. Was, gehst du wieder auf die andere Seite? Zu den Eisen oder zu den Süden? Hm. Ja. Lightning Phoenix. Was ist das für eine Rüstung? Sieht gut aus. Auch ein Suchti. Hmm.
So. Da kommt noch der Cloud Runner. Toll, toll, toll. Was hast du da? Ah, es sind so Stacheln am Helm. Dachte ja schon an einen Hut vom Item Shop. Aber es ist nur ein Helm, der ja ein bisschen ausgefallen ist. Also so wie ein Item Shop Item. Ich schreibe mal. Gerne verlieren. So. Und jetzt die restlichen. Noch einen. Und jetzt haben wir die vier, jetzt noch zwei, also unsere noch. Gut. Nado. Also es wird wahrscheinlich wieder drin lecken. Mir wurde gesagt, dass es einfach an der Engine liegt, dass es leckt drin. Oder an den, ja, weiß nicht, am Server. Ja, ich werde es einfach lecken lassen. Also, ja, wenn es halt abstürzt, dann stürzt es da ab. Aber ich denke nicht. So, der Rote, der hat einen langen Weg. Der andere, der ist gerade gefriest. Beide sind gefriest. Ach, kann das nicht in Realzeit gemacht werden? Und ich schwitze so stark. Extrem stark. Ja, Talkers Crafting, das ist der Schwache da. Ja, der ist ein bisschen besser. Vorher war ein recht Schwachen dabei. Was gibt M? Magneten oder was? Das ist etwas Nettes, aber verschützen. Naja, ich brauch's ja nicht, also ich will's auch nicht, aber ich, naja, ich will's halt finden, aber wenn die Gegner so scheiße droppen, muss ich die wahrscheinlich auch handeln. Weil das ist für die Leute, die 24 Stunden im Game drin sind und ganze Zeit Gegner killen. Trelleborg, Syrtis. Okay. Trollbezwinger, Lauri. Herzlichen Glückwunsch. So. Und Edelsteine. Dankeschön. Das sollte eigentlich jetzt hier sein. Oder da vorne irgendwo. Da ist er. Der Alan Walker. Hallo, was wird das? Jetzt gibt's wieder Geküsse. Alle wollen mich küssen und alle anderen wollen sie auch küssen. Ich gehe runter. So. Gehen wir rein! Jetzt gibt es sicher den Kampf, wo alle miteinander schlachten. Also er war Master Coins, war vorher schon. Und es leckt nicht. Ein Wunder. Ein Wunder ist geschehen, ein Wunder ist geschehen. So. Mein Glitchshot. Das ist mein Glitchshot.
Aber Waffen auch noch abziehen. So. Ein bisschen ist zu sehen. Meine Frisur ist so hoch. Kann man hier noch ein bisschen weiter nach hinten? Vielleicht so? Ja. Guckst du? Niemand sieht mich. Ich bin so ganz alleine hier drin. Okay, sieht nicht so realistisch aus. Was, rakete mich nicht an? Tropfstein? Ah, bitte nicht. Ich gehe jetzt schlafen, ich kann den Tropfstein nicht... Für was? Oder soll ich jetzt wirklich noch... ja... Soll ich jetzt wirklich noch farmen? Ich bin so müde. So, hier ist endlich der goldene Drache. Der kann sich nie entscheiden, ob er es Hirte ist oder Alse oder Igge. Aber meistens ist er Igge. So. Erfahrung. Ich nehme immer Erfahrung. Bis ich Level 60 bin, dann nehme ich immer Dropper Bonus. Oder WMC. Je nachdem. Und wieder haben wir ein paar Auszeichnungen bekommen. Also recht viele sogar. Ja, es wird wieder Tropfstein, also muss ich halt ein bisschen, paar Stunden noch ein bisschen farmen. Ich zeige dann kurz, wie ich Level 50 werde. Oder eventuell nicht, aber ja, ich hoffe, ich erinnere mich dran. Und gehe also zu den Orks ein bisschen noch leveln. Ja, viele sagen halt Drop, weil sie schon Level 60 sind. Ja, EP, viel mehr EP. EP! Vajo, ich weiß, dass du farmen willst, aber du willst natürlich sie nur verkaufen. Das unterstütze ich nicht. So, wir hoffen auf EP, es wird aber wahrscheinlich Dropstellen, wie viel zu viele Level 60er hier unterwegs sind. Ja, alle, die schwer sind, sind Level 60 oder fast Level 60. Ja, ich denke schon Level 60. Ja, sind viel zu viele also. Tja, aber macht nichts. Von mir aus. Von mir aus. Aber dann will ich auch ein Legendary finden. Ein Legendary. Die Flügel, wie sie rausragen. Oh toll. Drache. Naro, warum BP? What is BP? What is BP? So sieht man sogar aus dem Stein. Oh, ein Kopf. Ein körperloser Drago. Oh, ist nicht schlecht, oder? Sieht gut aus. Man sieht es, Drago ist hohl innerlich. Hat nichts in der Birne. Oh Gott.
Naja. Ist ja nur ein Spiel. So kommt jetzt endlich. Wie mich einfach niemand sieht oder niemand achtet. Muss ich weiterhin verwenden, dieses Versteck. So. Na? Gibt's was? Wie viele müssen jetzt noch abstimmen? Ah, Leute, wenn ihr nicht rauskommt, kommt einfach nicht rein. Wenn ihr keinen Bock habt, abzustimmen. Da sieht man eigentlich, wer am längsten gebraucht hat. Zum Beispiel Lightning Phoenix, Samuel Blackfire, Aurora Eos und der Kyo Kisa. Oder die Kyo Kisa. Das ist auch einer, den ich nicht kenne. Der Nyxhill habe ich ja heute kennengelernt. Lauri kenne ich schon länger. Der Quake auch. Kiwan auch. Cirilla kommt mir jetzt auch nicht so bekannt vor. Aber wahrscheinlich sind das einfach so Twinks. Also wo die Leute sehr selten spielen und nicht irgendwelche neuen Spieler oder so. Oh, cool. Yay. Pech-Leveler 60er. So. Toll. Also, ich level aber noch ein bisschen. Ich glaube, mein Rohr brennt. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Aha. Oh je, ich habe nichts gewünscht. Pech. Selber schon. Uncool. Ja, es gibt immer Differenzen. Ich weiß, aber die Level 60 sind dafür Level 60. Aber es ist toll, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr Ebe bekommen. Und das 2 Wochen lang, glaube ich, stand. Toll, wirklich toll. Dann können wir richtig schnell, ja nicht viel schneller, aber immerhin schneller Level 60 erreichen. Oder zumindest Level 55. Das ist ja eigentlich schon der erste Schritt. Level 50 sind wir ja jetzt gerade fast. Das sollte eigentlich kein Ziel sein, weil eben morgen mindestens bin ich dann Level 50. Tja. Toll. Fand ich echt toll. Natürlich haben sie es verstehen, Level 60er nicht. Das ist ganz klar. Aber hey, man bekommt so viel. Die Chance für Iggen ist momentan so hoch, immer wieder Portalwünsche zu bekommen. Und wieso die Aufregung? Also wirklich. Tja, aber eben, man kann es nicht allen recht haben, machen. Auch das beste Spiel hat manchmal Makel. Auch die besten Spieler sind manchmal unzufrieden. Das ist ganz klar. Ja. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dann schauen wir, ob wir eher leveln oder ob wir eher Fortschlachten machen. Es kommt eben darauf an, wie die so gerade da sind. Ich werde auf jeden Fall kurz vor der Aufnahme schauen, ob jemand unterwegs ist, wo ich mitlaufen kann. Und ja, finde ich toll, dass aber die irgendwie wieder ein bisschen wacher sind als vor 2 Tagen. Da war ja gar nichts los. Da haben alle gestänkert im Chat. Ja, also ich gehe zu Nox, level dort und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler. Bye!